Wenn das jetzt wirklich so war, dann bin ich absolut bescheuert. Das kannst du schon wieder gar keinem erzählen, ohne Mist. Ihr habt es nicht gesehen, aber... Ja, und damit herzlich willkommen beim Devil Rider auf meinem Kanal, ihr Lieben. Liebe Community, ich hoffe, es geht euch gut. Ey, wenn das jetzt wirklich so war, ne? Wenn das jetzt wirklich so war, dann bin ich absolut bescheuert. Das kannst du schon wieder gar keinem erzählen, ohne Mist. Ihr habt es nicht gesehen, aber... Leute, ich habe eben gerade eigentlich schon eine Begrüßung und einen Anfang von dem Video gedreht. Und war eigentlich der festen Überzeugung, dass die Kamera lief. Aber irgendwie lief sie, glaube ich, nicht. Und habe dann gerade noch Instagram-Stories gemacht und dies, das, Ananas. Und ja. Und ich glaube, die Kamera war aus. Manchmal bin ich einfach... Weiß ich nicht. Oh, da muss ich wohl nochmal zurück. Ja, ein kleiner Baumstamm hält mich ja... Also das mit der Ganggeschichte hier, ich habe da ja schon bei J-Parts noch reingeguckt. Ich denke mal, das habt ihr wahrscheinlich bei Instagram auch eventuell verfolgt. Oh, hier werden wir mal runter, ne? Hier werden wir mal runter. So. Ja, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Und ich dachte mir, heute gibt es wirklich mal wieder so ein bisschen Offroad-Action. Und wir werden mal so ein bisschen Offroad fahren. Was liegen hier schon wieder für Flaschen und alles? Okay. Ja, für die, die die Ecke hier noch kennen. Oh, die Sonne ist da, Leute. Es ist so geil. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein, wer diese kleine, feine Strecke hier noch kennt. Oh, ich muss erstmal antesten, ne? Also... Oh. Also das ist schon was anderes wie mit der Adli, Leute, ohne Scheiß. Ey, ohne Scheiß, machst du das erste Mal? Guckt euch das mal an, ne? Das ist hier, also wirklich, ich zeige euch, der Winkel ist wirklich so. Du hast keine Angst, aber du hast echt Respekt, ne? So, sagen wir mal so. Du hast Respekt. So, den Steinhaufen nehmen wir auch nochmal wieder mit. Ah, das habe ich alles auch mit der Adli gemacht. Aber jetzt haben wir die Polaris. Und dementsprechend wollen wir natürlich die Geländegängigkeit der Polaris testen. Okay, da muss ich nochmal wieder zurück. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, da ist Shit. Ich hoffe, es geht euch allen gut, Leute. Und ja. Ich muss mal schauen, wie lange ich dieses Video machen werde, beziehungsweise ja. Wie lange es gehen wird, generell. Das soll auf jeden Fall hier ein schöner Vlog werden mit dem ersten Test, von dem O'Neill Crosshelm, damit wir einfach mal wissen, wie da so die Qualität ist, Sound und ja. Alles, was dazugehört. So, jetzt muss ich nochmal wieder zurück. Rückwärts. Und nein, ich brauche hier keinen Lastengang oder so. Ich brauche hier einfach nur... was wollte ich jetzt sagen? Ich brauche hier einfach nur, ja, den normalen Drive-Gang. Genau. Fast nicht durchgekommen. Ist aber auch eng hier, ne? Also ist aber auch wirklich eng. Ich muss hier erstmal gucken, wie ich fahren kann und dies, das, Ananas. Gar nicht mal so einfach. Aber ich muss sagen, die Maschine lässt sich hier. Oh, Schräglage. Die Maschine lässt sich hier wirklich gut durchs Gelände manövrieren. Also man spürt jetzt kaum den Unterschied, ja, zu einer kleineren Maschine. So klar, man hat mehr Masse, man hat mehr
wie nennt man es, mehr Fahrzeugbreite, klar. Aber alles in allem ist die Polaris Scrambler doch schon sehr, 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 sehr sportlich. Ich kann wahrscheinlich teilweise nicht so viel quatschen, Leute. Entschuldigt bitte, weil ich hier doch recht konzentriert bin. Also falls da mal hier oder da irgendwie so ein kleiner Aussetzer drin sein sollte oder ich erzähle auf einmal irgendwas anderes, entschuldigt bitte. Ich hoffe, dieses Video gefällt euch. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wie es bei euch momentan so aussieht, was Geländefahrten angeht. Seid ihr gerade unterwegs? Ist eure Maschine angemeldet? Habt ihr Saisonkennzeichen? Interessiert mich auf jeden Fall. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und Leute, ich hatte im letzten Video ja auch angesprochen, dass ich ein sehr ernstes Thema nochmal ansprechen werde. Im nächsten oder in den nächsten Videos. Ich habe mich jetzt erstmal für das Video hier mit dem Helm entschieden, weil ich auch gerne möchte, dass meine Stories bei Instagram, meine Bilder und alles halbwegs jetzt ab jetzt immer so ein bisschen besser zusammenpassen und ihr ja einfach auch aktueller informiert seid und nicht denkt, ja, das war doch vor einer Woche, warum postet er denn jetzt auf einmal das von vor einer Woche? Also ich möchte schon, dass das aktuell ist, dass das alles immer zusammenpasst. Und Instagram ist ja auch dafür da, dass ihr verfolgen könnt, wo ich bin, was ich mache. Genauso wie mit der Messe, die jetzt kommen wird. Ich freue mich so übelst doll, Leute. Ich darf aber nicht teasern. Also wartet es einfach ab. Ich freue mich so übelst drauf. Ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Ich habe so Bock, ey. Ohne Scheiß. Und ich bin so froh und glücklich, dass, ja, dass ihr an meiner Seite seid und dass die Community immer größer wird. Auch herzlich willkommen an die neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Ich hoffe, ja, euch gefallen meine Videos. Ich hoffe, ihr schaut regelmäßig rein. Vielleicht wird euch nicht jedes Video interessieren oder jedes Thema, aber ich denke mal, die meisten Themen nachher zum Sommer hin oder Videos werden euch schon gefallen, weil dann werden auf jeden Fall wieder richtig viele Offroad-Vlogs kommen. Richtig viele. Also ich werde da schon das so machen, dass ich wöchentlich definitiv 2, wenn es passt, sogar 3 Videos hochladen werde. Ja Leute, das soll es dazu gewesen sein. Wie findet ihr den neuen O'Neill, also nicht neu, ich habe ihn ja schon länger und ihr kennt ihn ja auch. Wie findet ihr das, wenn ich mit dem Crosshelm vlog? Passt das so? Ist die Soundqualität gut? Schreibt es auch mal unten in die Kommentare, damit ich da mal ein Feedback habe. Ja, so Optik, die Optik jetzt so, was das Gucken angeht, Leute, das kann ich alles noch ein bisschen umstellen. Also das ist schnell gemacht. Da stelle ich einfach nur den Blickwinkel der Kamera nochmal neu ein. Und ja. Oh, Alter. Hier lang. Ja, wir nehmen natürlich die Wege, die jetzt hier richtig schön versperrt sind am besten. Damit die Polaris hier mal ein bisschen arbeiten kann. Auch das Fahrwerk, das Getriebe. Wir wollen das ja mal alles ein bisschen mehr einfahren hier, ne? Wollen wir ein bisschen jetzt hier, ne? Wollen wir hier nicht mehr rumspielen, sondern wir wollen mal ein bisschen ernster werden, ne? Und ja, es wird auf jeden Fall... klein Wheelie gemacht, yes! Aber Wheelie-Training müssen wir natürlich auch noch bald machen. Ich habe schon richtig Bock, mit der Maschine mal richtige Wheelies zu machen. Geht ja eigentlich recht simpel. Ist natürlich schwer, die Maschine, aber ja, kriege ich schön. Aber jetzt erstmal hier so ein bisschen kleineres Gelände. Ihr kennt es wahrscheinlich noch aus meinen alten Videos. Wie gesagt, schaut gerne in die alten Videos rein mit der Adli Hurricane 320. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da nochmal das ein oder andere Video bewertet und kommentiert. Wisst ihr was, ich fahre da erstmal von oben nach unten. Mal gucken, ob man das auch irgendwie... Ja, machen kann man es natürlich. Aber ich hab in einem Video gehört, dass vom Berg hoch, wenn man auf dem Berg oben drauf ist, das Runterfahren wesentlich schwieriger ist als das Rauffahren. Also ich finde, Rauffahren ist schwieriger. Ja, weil man doch noch mehr Respekt hat. Und dementsprechend, ja, ist dann das Rauffahren doch ein bisschen respektvoller. Also das Runterfahren, das ist Pillepalle für mich. Ja, das ist gar nichts.
So, ne, das ist also, ja, das ist nichts. Eigentlich müsste man hier so einen richtigen Crosspark nochmal draus bauen, ne? Aber da das ja nur mein Freizeit-Offroad-Park ist, ja, lohnt sich das nicht. Von daher, das reicht schon so. Das ist schon, ja, ist schon ausreichend, ne? Ist schon ausreichend. So, wo bin ich denn jetzt hier? Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Scheiße. Nein. Oh, jetzt muss ich hier wieder rum. Ich will mal hier so ein bisschen über Stock und Stein. Einfach mal so ein bisschen. Ja, das Fahrwerk muss ja auch mal eingefahren werden, ne? Das muss eingefahren werden. Aua, 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 aua. Nie wehtun. So, ich fahre hier. Keine Sorge, Leute. Ich passe schon immer auf. Ne? Ich passe schon immer auf. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Hoffe ich, ihr habt soweit eine schöne Karosserie. Na gut, wenn die Karosserie jetzt mal langsam ein bisschen zerkratzt wird, dann ja, jetzt muss ich erst mal gucken. Ach nee. Ach, wisst ihr was? Alter, heftig. Heftig, Allrad regelt. Allrad regelt, muss ich ja sagen. Also, das ist schon eine Ansage. Also, sobald man Allrad drin hat, Leute, ist das schon geil. Also, die Maschine packt da richtig rein, ne? Muss ich schon sagen. Ja, ansonsten wird es auf jeden Fall in der Zukunft geilere Videos geben. Es wird immer mehr und mehr werden, Leute. Seid ja gespannt. So, jetzt mache ich Allrad aber mal wieder raus. Ja, und wie ihr seht, das ist so geil. Das Wetter wird langsam echt besser, Leute. Und ja, jetzt kommt wieder die schöne Jahreszeit und ich kann es kaum erwarten. Was manchmal so ein bisschen schwierig mit der Maschine ist, ist, wenn ihr die Kurve nicht richtig kriegt, ja, wenn ihr um einen Baum rumfahren wollt oder so, ne, dann ist es immer recht schwierig, da noch die Kurve manchmal zu kratzen. So, ich fahre jetzt erstmal hier oben rauf. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hier in meinen Offroad-Park hat euch soweit gefallen. Und jetzt lassen wir den Lüfter noch mal kurz zu Ende laufen. Dann mache ich die Maschine noch mal aus. Und ja, ich hoffe, die Einstellungen passen soweit. Was den Helm angeht, die Soundqualität passt. Ich hoffe, das passt soweit alles. Ich hoffe, das Video ist auch was geworden oder wird was. Aber ist das nicht geil, Leute? Guckt euch das an. Pure Sonne. Wirklich, das ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Also das Wetter ist Bombe, Leute. Ich weiß nicht, wie viel Grad wir jetzt haben, aber es wird langsam wärmer. Es wird langsam wärmer. Was ist das? Ne. Ist das Original so gebogen gewesen? Ne, das war gerade. Hä? 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 Wieso ist denn das verbogen? Wieso ist das verbogen, verdammte Scheiße? Das ist verbogen oder gehört das so? Leute, ist das verbogen oder gehört das so? Ich weiß es nicht. Seht ihr das? Das war normalerweise war das gerade. Bin ich der Meinung. Ach egal, ist sowieso ein Geländefahrzeug. Bei Instagram seid ihr gerade auch wieder informiert, dass ich mich hier befinde. Wie gesagt, wenn ihr da noch nicht reingeschaltet habt, abonniert mich da gerne auf Instagram. Folgt mir da gerne, damit ihr dann auch auf der Messe dabei sein könnt, die ja bald stattfindet. Aber genaue Infos kommen dann noch. Ich bin so froh, dass ich mal wieder eine kleine Ausfahrt hier mit euch zusammen machen kann.
Aber es geht echt gut, muss ich sagen. Also man hat jetzt überhaupt nicht Kippgefühl oder keine Ahnung. Also nichts dergleichen. Ich fühle mich echt sicher auf der Maschine. Und diese Bergabfahrhilfe, die sie so automatisch hat, wo sie so ein bisschen mitbremst mit der Motorbremse, das ist schon echt hilfreich. Mega geil, mega geil. Danke für euren Support. Danke, dass ihr alle am Start seid, ihr Lieben. Boah. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen. Danke, danke, danke. Ah, da macht schon Spaß. Macht schon Spaß. Ist schon schön, wenn man jeden Tag die Möglichkeit hat, so eine Maschine zu fahren, viel Spaß zu haben. Ob mal ein bisschen mehr oder mal ein bisschen weniger, das tut nichts zur Sache. Es geht um den Spaß. Aber generell, jedes Quad hat was, Leute. Jedes Quad hat was. Quadfahren ist einfach eine Sache für sich. Es ist so. Es ist so und ja, ja. Es ist so. Ah, über Stock und Stein, so muss es sein. So lieben wir das. So lieben wir das. Eieieiei. So, ihr Lieben, das soll es wohl erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen da, lasst einen Kommentar da. Und ja, beantwortet meine Fragen so ein bisschen, damit ich sehe, wer alles fleißig meine Videos guckt. Boah, eieieiei. Falls die Kamera ausgehen sollte, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei wart, bei mir auf dem Kanal, beim Devil Rider. Bleibt am Ball, Leute. Ich verabschiede mich jetzt schon mal, weil ich nicht weiß, wie lange sie noch filmt. Dementsprechend, ja, sag ich schon mal tschüss. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Und ja, wir mal gucken. Ich werde hier noch mal ein bisschen weitermachen. Ich muss ja auch so ein bisschen noch Fahrpraxis weiterhin sammeln. Gerade fürs Gelände, weil ich ja noch viel, 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 viel mehr vorhab. Alter, ich wollte euch nur noch mal so ein paar Sekündchen zeigen, wie sie hier am Steigen ist. Oh, Alter, Junge. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, er gibt da vorne aber auch Gas, Leute, ne? Also hier ist 70 erlaubt und er fährt ja locker seine, keine Ahnung, 100. Unnormal, unnormal. Oh, ist das geil, ist das geil. Leute, die nächsten Vlogs werden auch, glaube ich, wieder richtig genüsslich werden. Ich hoffe, der O'Neill-Helm ist vlogtauglich. Ich hoffe es. Eieieiei. Was für ein Instrument. Kurvenfahrten generell mit der Polaris. Auch immer wieder geil. Macht einfach nur Spaß, sich so in die Kurve reinzulegen. Also wirklich, Leute. Wirklich. Wenn man sich so in die Kurve reinlegt, man hat nicht das Gefühl, dass die Maschine da irgendwie ausbrechen will oder sonstiges. Überhaupt nicht. Und wir fahren jetzt so um die 80, 85 km/h. Also gar kein Thema. Einfach nur geil, Leute. Es gibt nichts Schöneres. Glaubt es mir. Wirklich. Glaubt es mir.